Ja, es stimmt. Ich habe mein Traumhaus bauen lassen und wie das Ganze aussieht, welche Lieblingszimmer drin sind und was sich da alles so hinter mir versteckt, das zeige ich euch jetzt. Welcome to my crib. War der gut? Ich habe die Tür fast nicht aufbekommen, hier hängt sie mal. Also wir stehen hier gerade in der Garderobe, in Anführungszeichen. Das ist eigentlich ganz cool, weil hier ist nachher die Garderobe, natürlich auch ein bisschen geplant für die Kids, dass die auch ihren Bereich haben, wo sie eben nicht hochgreifen müssen. Es wird alles noch verdeckt. Von der Farbe wird es so sein. Ich hoffe, ich erzähle keinen Scheiß, aber das ist auch schon, die Planung geht auch schon so lange, bestimmt schon seit 3 Jahren. Deshalb weiß ich manche Entscheidungen gar nicht mehr. Ich habe mich vorher schon erschrocken, dass es diese Griffgold ist. Ich so, oh mein Gott, es hat, glaube ich, aber keine Griffe oder schwarze Wände. Jedenfalls, Garderobe, das wird alles in bündig zugemacht. Da frage ich mich ehrlich gesagt gerade auch, wie das hier funktionieren soll, weil das steht ein bisschen über. Aber die werden sich da schon Gedanken gemacht haben auch, dass das klappt. Also auf jeden Fall, das ist die Sichtbetonwand, die bleibt auch Sichtbeton. Hier wird aber ein großer OOTD-Spiegel sein. Und ich werde Tageslicht bekommen von da oben. Guck mal. Das ist in meiner Vorstellung ganz cool, weil ich dann einfach, wenn ich da meine OOTDs filme, was ich jeden Tag ja auch tue über Instagram, folgt mir, @karokauer. Hey, komm, guck mal, ist schon gut. Ich bin langsam im YouTube-Game. So, dann hier die Türen, die sind auch ganz neu eingebaut. Habe ich heute auch zum ersten Mal bewundert. Hier ist die Gästetoilette. Klein, aber fein. Hat genau Platz für ein Waschbecken und eine Toilette, aber wird auch alles aus einem Guss sein. Also außer die Sichtbetonwand, die bleibt. Mal hier weiter, da ist die Garage. Da passiert noch nicht so viel, passen auf jeden Fall mal 2 Autos rein, von der Breite zumindest. Wir haben diesen Platz jetzt noch mal im Nachgang ausgenutzt, weil ich mir irgendwann überlegt habe, wo passen meine Schuhe rein. Garderobe ist ja klar, aber da passen halt maximal Jacken rein und dann natürlich auch von den Kids die ganzen Sachen. Und deshalb wird das jetzt hier, das ist jetzt so ein integrierter Schuhschrank, den sieht man nachher auch nicht, ist hinter einer Wand versteckt. Was hier auch noch versteckt ist, ich habe ein bisschen Angst. Oh ja. Komm mal mit. Ist sozusagen, also ursprünglich war es auch als Abstellraum geplant. Wie man sieht, ist da jetzt so eine zweite Küche draus entstanden, weil ein paar Geräte vorne nicht reingepasst haben. Und da habe ich gedacht, ach komm, wir machen so eine Mischung aus allem. Ein Kühlschrank, wenn eine Party ist oder so, man kennt's. Man braucht auf jeden Fall noch Kühlmöglichkeiten. Deshalb ist hier der zweite Kühlschrank, Tiefkühltruhe, aber eben auch Geräte wie eine Mikrowelle und so, was man jetzt auch nicht so daily benutzt oder ich zumindest nicht. Und das ist auch hier alles ganz cool, super viel Stauraum. Hier habe ich den Kuker eingebaut. Steffen, kennst du einen Kuker? Der ist hier drin. Kann man auf jeden Fall... Der kann sofort heißes Wasser machen. Das heißt, du brauchst keinen Wasserkocher mehr. Yeah. Das ist richtig geil. Das habe ich hier hinten eingebaut. Ist auch etwas, was man, finde ich, nicht daily braucht. Deshalb sind die Sachen halt eben hier hinten drin. Platz aber auch für Getränke und Co. Ich habe das ehrlich gesagt auch noch alles gar nicht aufgemacht. Mache ich jetzt mit euch. Ja, ist auf jeden Fall Platz für alles da. Wenn es mal eingerichtet ist, dann machen wir mal eine zweite Room-Tour. Hast du Zeit dann hoffentlich für mich. So, dann stehen wir hier im Mittelpunkt des Hauses, worauf ich sehr, sehr stolz bin und ich freue mich voll drauf. Weil zum einen ist diese Eckfront hier, die kann man komplett aufmachen. Und die Inspo dazu habe ich irgendwann mal bei Pinterest gesehen. So eine Art Sommerwohnzimmer. Im Sommer ist man ja auch viel draußen und so. Und dadurch, dass ich hier die ganze Zeit Sonne habe, ist es halt mega geil, dann auf der Terrasse zu chillen. Oder halt, wenn man in der Küche ist, diese offene Art von Wohnzimmer zu haben, richtig geil. Also freue ich mich wirklich sehr, sehr drauf. Ist wohl auch, glaube ich, mit einer meiner Lieblingszimmer hier. Hier haben wir die Küche. Du weißt, ich bin eine sehr begnadete Köchin. Deshalb ist diese Berechnung sehr wichtig. Ich bin ja schon nie gekocht. Ja, kommt noch. Wenn wir hier sind, koche ich. Genau, das ist die Küche. Einmal mit dieser Holzfront fand ich super schön in schwarz, weil auch die Fenster und so schwarz sind. Deshalb holen wir das so ein bisschen auch rein, auch wie das Haus von außen aussieht. Spiegelt sich sehr viel auch drin wieder. Und genau, ansonsten die Farbe ist Gräsch. Dort ist ja jetzt gerade auch super modern. Ich habe hier einen Riesenkühlschrank übrigens. Ich habe nur nicht verstanden, wie ich den aufkriege. Erst Tiefkühltruhe aufmachen, dann den Kühlschrank auf. Guck mal, wie krass der ist. Der ist so krass. Ich würde da reinpassen, wenn die Regale weg wären. So groß. Machen wir hier so dazu. Genau. Und ansonsten, Herd. Guck mal, komm, du musst mal auf die Seite kommen. Das ist auch richtig geil. Ich finde das so stylisch. Mit ganz viel
Utensilien, die man hier reinmachen kann. Und dann kommen wir zu dem Esszimmer. Wie man sieht, unser Esszimmertisch ist schon da. Auf jeden Fall kommt hier ein sehr schöner runder Tisch hin. Ich habe da auch eine Vorlage, beziehungsweise nennt sich das? So eine kleine Planung, das kann ich euch mal ganz kurz einblenden. Also auf jeden Fall ein runder Tisch mit schönen Stühlen. Und worauf ich mich sehr arg freue, ich wollte ursprünglich hier das Sofa hinhaben. Davon bin ich jetzt abgekommen, weil ich ein Sofa gefunden habe, was diesen Raum einfach perfektioniert. Das wird einfach so eine Sofalandschaft sein, die einfach in der Mitte dieses Raumes ist, wo man dann eben einmal an den Fernseher schauen kann oder wenn die Kids zum Beispiel irgendwie Netflix schauen oder so. Oder man schaut einfach raus, trinkt ein Weinchen, genießt die krasse Aussicht. Und hier ist dann für die weise Carol ein Bücherregal, wenn man mal wieder ein bisschen was liest. Und natürlich ganz wichtig, ein Weinregal, wo man den Grauburgunder reinstellen kann und kalt machen kann. Und diese Aussicht ist sowieso phänomenal. Skyline von Aisling Fields, the place to be, Nabel der Welt, wie ich es immer so schön nenne. Und ja, das wird schon echt krass hier. Und das ist wirklich auch mit einer meiner Lieblingsräume hier. Und dann geht's weiter. Ich will hier gar nicht weg eigentlich, aber ich zeige euch noch den Rest. Jo, hier sind ein paar Türen einfach im Raum. Aber das ist ein Raum, den habe ich auch irgendwie 5-mal im Laufe der Bauphase, die ja auch nicht ganz kurz war, umgeswitcht. Erst wollte ich ein Bürozimmer draus machen, dann ein reines Gästezimmer, dann ein Spielzimmer, dann ein Kaminzimmer. Und zum Schluss wollte ich einen Fitnessraum reinmachen, weil ich das ganz geil fand mit der Aussicht. Aber ich habe jetzt so einen kleinen Multifunktionsraum draus gemacht. Mit dem kleinen Fernseher, dann aber auch mit dem kleinen Schreibtisch in Richtung raus, dass man auch ein bisschen Tageslicht bekommt und wo ich ein bisschen arbeiten kann. Mit auf jeden Fall Stauraum. Und aber auch mein Paletten findet hier Platz, das ich irgendwie seit 1,5 Jahren nicht mehr benutzt habe. Aber hier spätestens nutze ich es. Stay tuned. Also das ganze Haus ist in Hanglage gebaut. Bedeutet, dass es kein Obergeschoss gibt. Also wir stehen im Erdgeschoss und gehen ins Untergeschoss. Oben ist quasi Essen, Trinken, Leben und unten Schlafen, Wohnen. Sagt man das so? Keine Ahnung. Sichtbeton, immer noch ganz wichtig, finde ich richtig geil. Hier, also warte, ich zeige euch das mal. Hier habe ich ja im kompletten Raum so ein Belag, ich weiß nicht, wie der heißt, aber so wie so eine Art Industrieboden. Der zieht sich hier komplett durch. Und ab hier beginnt Holz. Und da habe ich mich für dunkles Holz entschieden. Auch erst vor kurzem nochmal alles umgeswitcht. Da bin ich auch sehr gespannt. Aber ich glaube, das macht es super hochwertig und doch nochmal anders, wie man es halt aktuell sieht. Also es ist ja doch immer überall dieser helle Holzboden. Und ja, ich gehe mal mit dem dunklen Holzboden. Mal gucken, was passiert. Das sind jetzt quasi die 2 Kinderzimmer. Die haben einfach einen Poolblick, die 2 Mäuse. Das finde ich so geil. Bisschen Urlaubsfeeling. Genau, Kinderzimmer. Also hier ist auf jeden Fall Kindertoilette und Kinderdusche. Also die haben quasi, das passt. Die haben ihr eigenes Reich sozusagen. Wie gesagt, Dusche und Toilette getrennt, was ich ganz cool finde, weil dann muss nicht einer raus, wenn einer mal auf Toilette muss. Und dann geht es hier weiter. Ich liebe übrigens auch diese Wand, die ist so schön geworden. Einfach perfekt. Oh, hallo. Ah ja, guck mal, hier wird gerade... Ja, deshalb baue ich so lange, weil die hier alle rumsitzen. Nein, Spaß. Die Pause sei ihnen gegönnt. Aber sie sitzen gerade in meinem Ankleidezimmer. Und da sind dann quasi die Schränke und deshalb sind die Blenden vorne dran, dass man eben die Schränke von außen nicht sieht. Hier dürfen wir hier rein? Okay. So, und dann, das ist auch einer meiner Lieblingsräume, muss ich sagen, nach dem Wohnzimmer oben, weil das mein Schlafzimmer ist und ich diese Inspo auch auf Pinterest gesehen habe, dass man quasi vom Schlafzimmer in Richtung Badezimmer mit Glastür trennt. Das ist einfach so ein bisschen offener und so weiter. Und was ich jetzt nicht so beachtet habe, der Nachbar kann hier direkt aufs Bett gucken, weil hier alles so offen ist. Aber deshalb haben wir noch den Rollern mit eingeplant. Das war auch irgendwann so mittendrin in der Bauphase so, warte kurz, kann man direkt hier reinschauen. Genau, das ist jetzt hier mein Badezimmer. Einmal mit Dusche, Toilette,
Da kommt noch eine Badewanne hin. Hier sieht man es auch beleuchtet. Da steht dann quasi Shampoo und Co. drin. Und hier, wo du gerade stehst, kommt dann eben ein großer Spiegel hin. Eigentlich wollte ich es komplett haben. Jetzt wird es, glaube ich, nur eine Hälfte davon, dass es gestalterisch einfach schöner aussieht. Und was ich mir hier noch überlegt habe, es wird hier so eine Art Apothekerschrank geben. Einfach, es kommen ja ganz viele Samples an, Produkte, die ich teste, berufsbedingt. Und deshalb wird es hier so einen Apothekerschrank geben, den man quasi auf der Frontseite ausziehen kann. Und dann habe ich da quasi meine Sachen, die ich eben noch testen möchte. Weil aktuell ist einfach nur pures Chaos. Ich finde auch teilweise Sachen einfach gar nicht mehr. Und deshalb ist es hier dann hoffentlich geordneter, zumindest sind die Weichen gelegt. So, dann kommen wir in jetzt nicht so meine Lieblingsräume, aber die gibt es. Einmal Kellerraum, wo eben alles untergebracht wird, sei es Saisonsachen, Winterklamotten oder halt eben Sommerklamotten oder Koffer und so ein Kram. Aber der sieht wirklich schön aus nachher, der Raum. Der wurde ganz toll geplant von meinem Schreiner. Und hier ist der Waschraum. Also hier werden eine Waschmaschine stehen, Trockner stehen und kann man auch bügeln. Ich habe, meine Mama macht das ja aktuell, muss ich sagen. Also deshalb wollte ich sie auch so schön wie möglich machen. Deshalb kommt da auch ein schöner Fernseher hin, dass man da auch nebenbei auch noch ein bisschen was gucken kann. Und hinten ist nur noch Technikraum. Da wird es dann sehr uninteressant für alle Beteiligten. Pass auf, Kerle. Nicht stolpern. Genau, aber auch so eine Art Waschküche noch, sodass, wenn man von draußen reinkommt aus dem Garten, dass man doch auch hier mal kurz Schuhe ausziehen kann. Ja, kannst du nicht. Ja. Genau, und was? War die Roomtour. Von draußen zeige ich es euch noch, oder? Ja, also auch eins, eigentlich ist alles mein Lieblingsraum, Lieblingsort, wie auch immer. Hier mit dem Poolbereich, hier mit der Chill-Lounge, wo ich gerade draufstehe, wo wir auch eben durch den Kubus, das zeige ich euch gleich, eben so ein bisschen überdacht sind. Also kann man auch, wenn es mal so ein lauer Sommerregen ist, kann man hier auch draußen chillen. Und ich finde, dass eben gerade aus dieser Perspektive sieht man das Haus noch mal ganz gut. Das ist schon echt krass, Leute. Ich kann das selbst nicht realisieren. Ich muss selber gucken. Bitte pass auf, dass du den Hang nicht runterfällst. Ja, ist schon... Content. Nein, also das ist schon wild. Das ist schon echt anders und ich realisiere das auch gar nicht. Also ich kann mir, also dadurch, dass es auch schon so lang geht und ich so lange plane und baue, habe ich irgendwie das Gefühl, ich werde da niemals einziehen. Aber es ist ja bald soweit. Eigentlich wollte ich jetzt noch vor Weihnachten einziehen. Das wird wahrscheinlich nicht mehr klappen. Aber dann eben höchstwahrscheinlich im Januar. Und ja, ist krass. Ich kann das nicht realisieren. Meine Mama hat es letztens voll gut auf den Punkt gebracht, als sie hier war. Da war ich irgendwie unterwegs und habe ich sie gefragt, oh Mama, was gibt's Neues so? Hast du mir Bilder? Und dann sagt sie so, also nee, ich habe es einfach nicht geschafft, Bilder zu machen. Ich war hier drin und musste erst mal so überlegen, wann ist das alles passiert? Wie funktioniert das, dass du auf einmal so ein Haus bauen kannst und so? Und das ist so krass und ich freue mich so sehr, dass meine Eltern sich da auch so mitfreuen und die natürlich ein ganz großer Bestandteil dazu sind, weil sie mir einfach immer den Rücken freigehalten haben und ja, mich machen lassen haben und mir vertraut haben, was ich da so mache. Die wussten ja teilweise gar nicht, was ich mache. Ich habe immer gesagt, Mama, kannst du kurz auf die Kinder aufpassen? Ich muss arbeiten, ich muss Werbung machen, habe ich es immer benannt. Und die hatte ganz lange auch kein Instagram und wusste nicht, was ich so treibe, aber sie hat mir zu 1000% vertraut und ja, und dann konnte ich eben fleißig sein, ich konnte arbeiten, ich konnte losziehen und ja, krass, also ich, ja, auf jeden Fall, ja, ziehe ich doch bald ein. Ist ja auch irgendwie ein Neuanfang. Also ist ja so viel passiert die letzten Jahre und so. Und ich bin dann auch gerade nach der Trennung von meinem Mann damals oder mittlerweile Ex-Mann, da ist natürlich auch, da krempelt man das ganze Leben um und muss man irgendwie erstmal klarkommen. Und da habe ich mich auch im alten Haus auch gar nicht mehr so wohl gefühlt, weil das ja auch unseres war. Und es ist ja dann auch nochmal anders, dann da allein zu sein. Und das ist jetzt so ein Neuanfang für mich und die Kids hier.
Und ich freue mich, dass die Kids so einen krassen Ort für sich bekommen, nachdem die letzten Jahre auch so stressig waren. Wir sind von A nach B irgendwie gezogen und haben natürlich jetzt Platz gemacht für meinen Bruder. Die haben ihr Kind gekriegt und es war eh klar, dass sie dann einziehen in unser Haus. Aber dadurch, dass sich das hier so gezogen hat, habe ich irgendwann gesagt, okay, ich ziehe mal kurzzeitig zu meiner Mama. Was natürlich auch nicht einfach ist für alle Beteiligten, aber die machen das halt auch so selbstlos und das ist gar kein Ding, aber es ist schon auf engstem Raum. Und deshalb freue ich mich, dass die Kinder dann jetzt hier so einen Ort haben, wo wir alle mal ankommen. Und ich glaube, dieses Gefühl von Ankommen, das fehlt mir seit 3 Jahren. Ja. Wir sind am Ende angekommen und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das Haus findet. Und ansonsten guckt auch gerne die letzten YouTube-Videos an. Im letzten beantworte ich so ein paar Q&A von euch, ein paar Fragen und schminkt mich dabei. Deshalb guckt da gerne vorbei.